So geil. Oh, hier. Geht schon los. Nice. Ich war schon lange nicht mehr beim 5-Sterne-Hotel. Ab in den Schnee. Jo. Hoppala. Wo kam der denn her? Aus Rübshausen. Ja. Da kam von Herzen. Oh, aber wie der riecht. Wann habe ich das denn gegessen? Junge. So, dann aktiviere ich auch mal den geilen Gleiter. Was ist eine Leiter? Ja, eine Leiter als Gleiter. Nämlich den rasenden Falken. Oh. Den es nicht mehr gibt. Ah. Ja, war geil. Aber der Ding hat auch ganz schöne Nachteile. Ja? Ja, weil der Ding so fett ist, da sieht man nicht. Ah, okay. Bloß dazu hat man den Überrum-Effekt, wenn man ihn aufklappt. Ja. Dann schaffst du den Sprung in 7 Parsecs. Waren es nicht 12? Ich bin mir nicht sicher. Ist lange her, wo ich die Filme gesehen habe. Das erste Mal als 5-Jähriger. Das ist schon ein paar Tage her. Da war ich noch gar nicht existent. Nee. Müsste so 84 gewesen sein. Da war Teil 1 quasi noch brandneu. Und ich habe unten die Blu-ray. Teil 1, also Teil 4. Ja, ja. Da war Teil 4 noch Teil 1. Genau. Vor allem waren die Filme dann noch gut. So. Nicht, was sie dann fabriziert haben. Na, Episode 1, 2 und 3 sind aber auch noch gut. Nee. Nee, also die sind nicht schlecht, aber das sind schon keine richtigen Star Wars Filme mehr. Ja, aber noch besser als die letzten drei Teile. Aber auf jeden Fall. Das war ja ein Riesenreinfall. Episode 7 kann man noch gucken, aber danach nicht mehr. Ja, genau. Genau. Hey. Schießt einer auf mich. Es hat einer geschossen. Genau. So, jetzt hack ich dich in Stücke. Gibt's ja gar nicht hier. Komm her. Ja, komm. Jawoll. Very nice. Weil Meister Yoda lacht jedes Mal, wenn man hielt. Ah ja, ich habe eben gedacht, ich hätte was gehört. Dann war es wirklich so. Aber Otto. Ich habe auch schon überlegt, mir den Skin zu holen, wenn er mal, als er mal drin war. Ja. Warte, gleich kannst du nochmal hören. Geil. Ja. Hm? Die Macht stark in dir, junge Skywalker. Ja. Töten ich dich kann. Oh. Ich habe was Gutes gefunden, du. Ja? Schön goldenes Sturmgewehr. Oh. Beautiful. Was damals ja overpowered war, als es zum ersten Mal drin war. Ja? Das John Wick Sturmgewehr, dann war es auch gerne. Oh, okay. Hier ist was zum Spritzen. Oh, Spritzen klingt gut. Oh, das sieht fantastisch aus. Ja, ist auch relativ overpowered. Oh, ich habe gehört, wenn man auf Darth Vader trifft,
der. Wir sollten mal Richtung Zone. Oh ja, ist soweit. Hier ist noch was zu trinken. Ja, ja, ja. Ah, der ist Paddel vorbeigesprungen. Komm ich da hoch? Nein, reicht nicht. Egal. Tu es oder tu es nicht, es gibt keinen Versuch. Genau. Sticky Jackson, einen wunderschönen guten Abend. Watchen. Blitz ist wieder da. Blitz. So, die nächste Season beginnt auch bald. Ja? Genau. Geht das so schnell voran? Hm. Oh, Sniper. Oh, beautiful. Ich bin die Fressluke. Die Fressluke. Mit der Armbrust. Ja, wenn dann eine neue Season kommt, ist es dann auch eine neue Map? Ja, nicht komplett neu, aber halt ein bisschen verändert, ne? Ah, okay. Und nach der nächsten Season müsste eigentlich eine neue Map kommen. Aha. Oder neu alt. Weil bisher sieht es dann aus, als wir die Chapter 2 Map wieder reinkriegen. Aha, aha. Ich kenne ja bisher nur das. Die Map war ganz geil. Mhm. Oh, ich höre Schüsse. Ja, vielleicht nicht so vorpushen, ne? Ja, ich erkunde nur. Und der Kunden führt meist zum Tod. Was wir bei dir immer sehen. Dafür stütze ich nicht von Inseln. Das ist wahr. Da macht mir keiner was vor. Ist auch einer. Noch einer? Oh. Willst du den Wookie-Bogenspanner nicht? Ich hab doch schon einen. Oh, geil. Den geil. Kann man noch aufladen. Aha. Hier. Cool. Hol dir erstmal Schild. Oh ja. Sonst ist die Armbrust schneller weg, als du gucken kannst. Ja, ja. Doch so. Und die hier kannst du auch essen. Oh. Das da? Flowberry? Yep. Okay. Ah. Auch Schild. Okay. So, ich lerne jeden Tag was Neues. Ach ja, das hatte ich doch beim letzten Mal. Wo da hattest du mich damit geheilt oder so? Jo. Nee, das war der Spritzer. Ah. Was haben sie denn hier gebaut? Eine Halfpipe? Jo, egal. Wird geschossen. Zum Schießen. Tippen, halten, um einen explosiven Bolzen aufzuladen. Das klingt doch gut.
Ja, gestern, ne? Ich habe auf einmal solche Schmerzen gehabt. So in der Nierengegend irgendwie. Und dann so gegen Abend habe ich dann gemerkt, dass der Schmerz, der geht bis in mein linkes Ei. Ich weiß nicht, ob ich da drauf gesessen habe aus Versehen oder so. Keine Ahnung. Ich konnte nicht sitzen. Heute auch noch ein bisschen unangenehm, aber schon fast weg. Keine Ahnung, was das war. Alter. Ich bin hinter dir, ne? Was? Ups. Ich bin tot. Wir brauchen dringend Verstärkung. Ja, ja. Wo bleibt Cottbus? Maeve ist da, aber er spielt gerade eine Runde. Ja. Kann ihn ja mal fragen, ob er mitspielen will. Ich brauche erstmal ein anderes Kind. Sonst gibt's nur Pech. Ich bin Chewie. Geil. Kennst du die Bad Lip Reading Videos? Nee, alle, die musst du dir reinziehen. Die sind schon ein paar Jahre alt. Die nehmen halt so die Filmszenen von Star Wars zum Beispiel und synchronisieren die neu. Aber das sieht lip-synchron genauso aus, als würden die das sagen. Und da gibt's voll die geilen Videos. Und aus manchen haben sie auch Lieder gemacht. Lach sich kaputt. So geil. So geil. So. Bad Lip Reading heißt das. Also der Kanal. Ja, ich muss mir jetzt den Kartier abholen. Ist das laut? Auf zu schießen. Warum ist das so laut, ey? To that note. Wo ist meine Droge? Da. Oh, Nasenspray. Nasenspray, ja. Ich bin ein Todestruppler. Na, das sieht aber schon hot aus. Ja, mein hier. Tan. Schau meinen Tanz an. Oh, ja, süß. Hast du noch mehr? Also wenn ich die in echt treffen würde, würde ich mal Hallo sagen. Die sieht schon nett aus. Ja gut. Na du. Öfter hier. Das ist der Weg. Miep, miep. Einfach mal mir hinterher. Okay. Die Chance ist zwar hoch, dass wir sterben. Ich folge dir unauffällig. Diesmal habe ich einen Tierjäger dabei. War kein Original, aber ein T-Whisper-Jäger. Oh ja, geil. Das sieht ja cool aus. Den T-Jäger hole ich mir wahrscheinlich noch. Ja. Auch der Sound ist geil. Ja. Originalgetreu. Ja. Was das wieder Lizenzen gekostet hat. Eieiei. Geld. Ja. Nicht zu wenig.
Den Gleiter gab's umsonst, ne? Ehrlich? Du hast halt alle gratis Sachen verpasst. Ja, echt. Kann nur hoffen, dass nochmal was kommt irgendwie. Der Schrei. Ich habe immer noch keine neue Maus, ne? Alter, das Ding geht mir so auf den Sack hier. So lahm. Vielleicht mal eine Maus holen. Ja. Bald. Sieht finanziell nicht so berauschend aus. Weil ich will mir nicht irgend so ein Billigding holen für 20 Euro oder was. Da hätte ich dann schon was Gescheites. Oh. Und da muss ich erstmal sparen. Meine Geldreserven sind aufgebraucht. Jetzt brauche ich irgendwie eine andere Idee. Clown. Nee, machen wir natürlich nicht. Ja, das macht man offstream. Ja, onstream wäre ein bisschen blöd. Ja, Livestream beim Clown. Genau, so ein IRL-Stream aus dem Mediamarkt. Oh, hier. Mal wieder den Wookie. Dingens. Oh, wir sind ja voll in der Zone. Oh, hier, was zum Spritzen. Limit erreicht. Ich verstehe das nicht. Was denn? Die kleinen Schilddinger kannst du nur halb voll machen und mit den großen dann der Rest. Warum? Das ist doch blöd. Das muss doch andersrum. Oh. Hm? Ich bin ein imperialer Sturmtruppler. Oh. Warum muss es ausgerechnet die E11 sein? Ich hasse die E11. Orientierungspunkt entdeckt. Ha. Guck an. Oh. Danke, Bot. Hat mich voll gespritzt. Ist ja auch Aphrodite. Da kommt ein Auto. Oh. Ich glaube, das ist doch eher eine Sturmkuppler-Kanone hier. Da trifft man ja gar nicht. Was soll ich sagen? Ich habe eine E11. Weg. Aber dafür braucht die E11 keine Munition. Ja, das hat ein Arbeitskollege erzählt. Wie geil ist das denn? Ja, aber dafür triffst du auch gefühlt nichts. Ja. Also sehr realistisch. Was eliminiere? Frozen Alex. Oh, the fuck. Ich brauche Hilfe. Bin da. Ey, ich hasse die Hand. Jetzt können wir wieder raus. Oh, ja, wow. Alter. Die Ketten sind so scheiße wie E und E. Ach, immer noch die Hades-Ketten. Verdammt. Die sind blöderweise wieder drinne.
Passen gar nicht zu Star Wars. Können wir vielleicht einen Clown? Ein Clown? Nee, ein Klontrupper. Die Frage ist, von welcher Einheit nehme ich? Ich nehme die Einheit, die du noch nicht kennst. Die Orangenen? Nee. Naja, blau, orange, ne? Ja, auf dem Forscherbild orange. Der Helm zumindest. Nein. Nein. Guten Abend. Na, alles gut? Ja. Sehr einfach schön. Mein PC wieder mal abgestürzt, wie üblich. Oh, nee. Gibt's ja gar nicht. Wie immer technische Probleme, wie immer. Ja, ja. Die übliche Kacke. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja, ich bin auch im Überlegen, meinen alten PC als reine Streaming-Box zu nehmen. Ne, dass ich dann auf dem PC zocke und mit dem zweiten PC dann streame. Das, falls er... PC-Setup. Ja, genau. Sprich, falls er mal abstürzt, dass der ganze Stream nicht weg ist. Aber ich mir auch schon überlegt. Ja, ne? Ist vielleicht gar nicht schlecht. Da brauchst du ja nichts Großes dann, ne? Nur für OBS da. Das ist ja schon... Das geht ja. Wird sogar ein Laptop reichen eigentlich. Ja, wir sind ja voll am Versagen, ne? Gut, dass du da bist. Ja. Alter. Ich bin schon bei Michel reinhaken. Guck mal, der Frozen Alex, ne? Der trifft überhaupt nichts. Und uns hat er so fertig gemacht. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Der Frozen Alex. Der, wo uns gerade kaputt gemacht hat, der läuft hier gerade. Als Beobachten. Der hat auch die blöde Kette benutzt. Ja, genau. Da muss er nicht unbedingt zielen können. Dafür muss er nur geistig anwesend sein. Ja. Ich muss euch noch ein bisschen leiser machen, weil ihr seid bei mir etwas laut. Ja, kein Problem. Der Demogorgon. Hab ich auch. Ja. Wo ist denn die nette Dame von vorhin? Oh, schade. Ja, hat dich wohl gehört. Der stalkt mich. Welche nette Dame, wenn ich fragen darf. Wollte mein Backlink. Keine Ahnung, da war eben eine in der Lobby hier. So ein cooles Outfit. Das sah richtig geil aus. Also hätte ich die in echt getroffen, hätte ich sie mal angesprochen. Also jetzt sarkastisch gemeint oder wirklich? Nee, wirklich, wirklich. War echt ein cooles Outfit. Gefällt mir. Also so Strumpfhosen und so einen karierten Rock, tätowierte Arme. Sah echt cool aus. Ich dachte so Latex Outfit. Nee, das mag ich gar nicht so. Okay. Ist nicht so meins. Dann eher so im Stil Harley Quinn, weißt du? Lara Croft Outfit PlayStation 1 Skin. Ja. Da wäre ich dabei. Das hat mein Mod geschrieben. Lara Croft Outfit PlayStation 1 Skin. Ja, genau. Mit den spitzen Möpsen. Ja. Und nachher sagen, du geiles Luder. Ja, genau. wenn du brav bist, da forsche ich auch deine Höhle. Ich hab jetzt komplettes Kopfkino.
Damit ist das Spiel wieder plus 18. Ja, das geht. Die nachfolgende Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Genau, das geht so schnell immer. Ja. Vielleicht sollte ich das mir mal angewöhnen, immer dazu zu fügen. Was? Vor allem, das könnte da sind ein paar Leute, die mich begrüßen wollten. Das wäre doch eigentlich auch ja, ein guter Sound für Twitch, oder nicht? Welche? Kennt ihr noch die Serie Xena? Sendung ist für Zuschauer unter 18 Jahren nicht geeignet. Wäre doch ein guter Sound, oder nicht? Ja, das stimmt. Mein Mod fragt, ob ihr die Serie Xena noch kennt mit der gleichnamigen Kriegerprinzessin. Die ja, genau. Skin, definitiv mein Mod. Der Stardaster. Ja, cool. Das ist die, wo hat die denn mitgespielt? Was war das denn? Irgendeine Serie. Bei Scrubs, glaube ich. Genau, bei Scrubs. Die Frau von Dr. Cox. Das ist die. Halt etwas. Die Serie habe ich nie geschaut. Auch schon wieder falsch an. Hast du nie geguckt? Ey, die ist super lustig. Kann ich nur empfehlen. Mein Mod sagt nee. Was? Schmeißen raus. Ja, mindestens. Ja, Abmahnung. Gib eine schriftliche Vereinbarung, was? eine mündliche Xena Abmahnung erstmal. Xena soll älter sein. Ja, das ist eine uralte Serie. Ende der 80er, glaube ich. Mir sagt die Sendung nichts. Nee? Zur gleichen Zeit gab es Hercules mit Kevin Sorbo als Hauptdarsteller. Genau. Als und da gab's, Stardaster. Richtig. Und da gab es auch mal ein Crossover. Da waren die dann, haben die sich getroffen. Jeweils in ihrer Serie. Das war ganz cool gemacht. Okay. Sind sich halt mal irgendwann über den Weg geschlappt. Das war ganz cool, ja. Leider gibt's das DC-15 nicht als Waffe. DC-15, wie kann man sich das alles merken? Sagen wir so. Ich habe eigentlich nur die Star Wars-Teile gesehen. Also zocke ich Star Wars Battlefront 2. Ja. Aber ich merke mir doch nicht, wie die Waffen heißen. Das alles Crossover gegeben haben und Stardaster fand das ziemlich cool. Ja, ne? Siehst du? Aber die Hercules-Serie, das war ja schon Schmutz, muss ich sagen. Der hat ja noch nicht mal Muskeln gehabt, der Typ. Und war stärker als alle anderen. Dann hat Hercules keine Muskeln. Ja, ja, musst du mal angucken, die Serie. Ich habe das erste Mal gesehen und gedacht, was ist denn das? Hätten wir da nicht einen anderen Schauspieler nehmen können? Ich gucke zurzeit fast nur noch Animes. Was soll ich sagen? Ich bin kein Fan von Animes. Nee, ich auch nicht. Die einzigsten Animes, die ich geguckt habe, war Biene Maya, Vicky und die starken Männer. Ja, die habe ich auch gesehen, aber das ist auch schon Jahrzehnte her und die von heute kannst du nicht angucken. Ja. Kriegst du einen Krebstumor. Und tatsächlich Heidi war der allererste Manga, der in Europa gelaufen ist. Im Auftrag von ZDF haben Japaner, glaube ich, haben das gezeichnet. Also die Heidi, die in der Schweiz lebt. Die ja, Heidi. Genau. Heidi Heider. Kenne ich Heidi. Mit dem Ziegenpeter. Aber Heidi ist aber auch schon uralt. Ja, ja. Alter. Uralt, wirklich. Das könnte sogar 70er sein. Gut möglich. Mhm. Wo rennt ihr eigentlich noch rum? Ja, ich bin auf dem Weg zu dir, noch 220 Meter. Stardust-Zeiten waren Mila Superstar, Kickers, Tsubasa, Jin-Chan und Transformers. Ja, Transformers war ich auch noch, aber beim Rest, da war ich schon raus. Da war ich schon zu alt. War das mit Yu-Gi-Oh? Ne, nie.
nie gehört oder gesehen. Gar nichts. Auch Pokémon also, ja, ist gut. Voll an mir vorbeigegangen. Ja, ja gut, Pokémon. Du hast. Ja gut, du hast Jahrgang 291. Ja, so in etwa. Feuer drauf. Draufhalten. Alter, was macht ihr? Spider-Man kam noch von rechts. Verdammt. Ja, was hatten die denn für Waffen? Ja, Blitz. Ja, genau. Der Blitz hat mich kaputt gemacht. So, jetzt hole ich mir seinen scheiß Skin raus. Wo ich richtig abgehe. Wo man merkt, dass ich langsam wütend werde hier. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Ass. Star Troopers. Star Trooper. Warte mal, was? Starship Trooper. Warte. Ich bin dein Vater. Jetzt kommt die große, böse Katze. Ich bin dein Vater. Ich bin dein Streamer. Ich bin Darth als Maul. Ja, genau. Darth Großmaul. Na, groß nicht. Tja. Man hätte ihnen auch noch seine Klonboss-Variante geben können. Die würde besser aussehen. Habe ich auch nie gesehen. Für mechanischen Bein. Ach so. Die, ja. Also da hast du wirklich was verpasst. Nee, ich dachte, du meinst jetzt die Anime-Serie da. Nee, Clone Wars. Ja, genau, genau. Das ist aber kein Anime. Naja, aber es gibt ja die Clone Wars Anime-Serie. Die das ist eine Comic-Serie, komisch. Aber die ist sehr alt. Und komischer. Und dazu nicht auf Deutsch, also. Doch. Wo läuft die? Amazon Prime oder so? Oder du meinst dieses neue irgendwas hässliches da? Also hässlich ist es auf jeden Fall. Ich spiele jetzt einen sehr teuren Skin. Auch wenn er nicht so aussieht. Ist das eine Skimaske mit Sonnenbrille und Kopfhörer? Ja. Willst du mal wissen, wie viel das Bundle heutzutage kostet? Oh ja, erzähl mal. Ja, ist schon dreistellig. Ehrlich? Mhm. Hier. Junge, Junge, Junge. Und ich hatte es bei einem Nintendo Switch Bundle mit drin. Ja, cool. Als ich meine erste Switch gekriegt habe. Ja. Habe ich noch nie gespielt. Würde mich auch mal interessieren, so ein Ding. Ist halt gut für unterwegs, ne? Ja, auf jeden Fall. Besonders die Legend of Zelda-Teile kann ich dir ans Herz legen. WoW ja. Und TOTK. Ich hatte das allererste Zelda hatte ich gespielt auf dem NES damals. Seitdem nie wieder irgendeins. Ocarina of Time oder was? Könnte sein, ich weiß nicht, wie das hieß. Das war das ist wirklich Anfang der 80er. Ende, ich angefangen hab. Nee, nicht 80er, ja, 90er. Kann hinkommen. Ja, ja. Das allererste also, damals. Alter, ich hab gar nicht bemerkt, dass du rausgeflogen bist. Ja, ich auch nicht. Wir unterhalten uns ist die ganze Zeit. Abgestürzt. Oh. Und als ich es gestartet habe und es im Ladebildschirm war, ist es nochmal abgestürzt. Alter, was ist da denn los? Aber das ja, hatte ich auch schon mal. Ich glaube, Star hat recht, dass ich einen Commodore 64 habe. Ja. Boah, ist das laut, Alter. Warte mal, ich muss das leiser machen. Warum ist das so laut? Ah ja, Star Wars war so leise. So, ist glaube ich besser. Ich bin eine Biene. Hui. Ich bin eine Biene. Takutai. Nakedai? Nee, Takutai. Ah, Takutai. Ja, ich verstehe immer das, was ich verstehen will. Ich weiß auch nicht. Vielleicht mal zum Haut-Nasen-Ohrenarzt gehen. Ja.
Was haut Nasen-Nurrenarzt oder Hals-Nasen-Nurrenarzt? Nee. Ich war 2020 mal beim Ohrenarzt und wollte mir die Ohren durchspülen lassen, weil ich nichts gehört habe und irgendwie habe ich nichts verstanden. Und er guckt da rein und sagt, da ist überhaupt nichts drin. Ich sage, das kann nicht sein. Ich bin jetzt 41, da muss was drin sein. Nee, da ist gar nichts drin. Kann es sein, dass sie psychische Probleme haben? Ich sage, ja, sorry. Deswegen habe ich nichts verstanden. Kopf zugemacht. Könnt ihr hinkommen? Ja. Hey, Sunny, Tag. Bitte, willst du wieder rauskommen und zu uns stoßen? Rauskommen? Ja, du bist Achso, ich warte die ganze Zeit. Sunny. Abbrechen. Hallo. Hallo. Der Hilfe. Computer jetzt rein, oder? Zurück zur Lobby. Ja, zur Lobby.